Oh, zweimal in einer, das wäre nice, das wäre ziemlich nice. Ich glaube, den Wagen macht. Oh, Scheiße. Selbstmord. Oh, oh. Ja, ich bin raus, ich spring raus. Oh nein, oh! 3, 2, 1, Schuss. Geil, wir sehen so super geil aus. Boom, okay, weiter geht's. Na, ja. Helikopter sind weg. Zu kommt, okay, was? Wow, shit, yeah. Jetzt kommt ein. Freunde, wir haben sau viel zu tun und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Doomsday Heist. Wir haben wirklich Unglaubliches vor. Wenn es euch weiterhin gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung, dann bin ich happy, dann seid ihr happy, können wir alle lachen. Außerdem checkt auf jeden Fall den Felix aus und... Und? Checkt Kev aus. Ich habe das letzte wirklich vergessen. Ich habe das letzte wirklich vergessen. Und wir haben doch schon hier, ne? Wir steigen, starten, welche Mission machen wir zuerst? Die unterste, Bordcomputer. Nee, schließt dir erst alle anderen Missionen ab, du musst eine umgehen. Missionen im freien Modus, die nicht verfügbar sind, können erst gestartet werden, nachdem... Ja, du musst ja darüber machen. Wach darüber, wir müssen den, läuft ja anders heute. Ja, Kev, du musst mal die Regeln, musst du mal lesen, cool, halt, so, ne? Weißt du? Alles klar, was müssen wir machen? Wir müssen uns ziemlich weit wegbewegen. Ich nehme meine Oppressor, weißt du? Ich nehme meine Oppressor. Wir schauen einfach, was sich entwickelt, oder? Wenn du eine Oppressor nimmst, dann komme ich nicht hinterher. Ich kann ja ein bisschen Action um dich rum machen. Ich baller einfach alles weg. Ich kann ja auch einen Panzer machen. Ich muss mir jetzt mein Auto bestellen. Schneller? Ja. Ich kann ja mal auf dem Boden fahren, warte. Nee, kannst nicht. Du als normales Motorrad mit Boost. Fahr einfach. Upsi. Kann gucken, wie es mit Fliegen ist. Ich flieg einfach. Bist du bestimmt nicht schneller, oder? Wie bei der Straße. Flieg einfach so. Ja. Aber das ist immer okay, ich würde halt immer wieder berühren. Lol, danke. So, ich bin auch fast da, es hat ein bisschen länger gedauert bei mir, aber ich muss ja halt, ne, ein bisschen mal gucken, wie ich hier, sag ich mal, durchkomme, irgendwie so grob in der Art, ne, und mal kurz durch den Park durch und so, hopp, und mal nochmal hier. Nochmal da, noch 300 Meter und dann, ja, wir sind ja schon hier vor Ort. Okay, was müssen wir da machen zu Nicola Avenue? Ich weiß gar nicht, was wir heute machen müssen. Na, hier vorne. Ja, was müssen wir da machen? So, vielleicht nicht. Aber, wir müssen da vorne hin, ich weiß gar nicht. Du bist fast beim Haus. Oh, 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 oh. Warst du das? Ja. Ja, danke auch, Kev. Dann mal rein da, ne? Ich hab gehört, hier ist noch einer. Ich hab den tot gefahren. Warte, hier vorne steht er. Und jetzt steht er nicht mehr, glaube ich. Rein in die Butze! Mhm, boom! Wow, da sind welche! Wow, ich seh nichts. Oh, ja. Da ist ein Laptop, wir brauchen Daten. Ja, den müssen wir holen. Lol, was guckt ihr für einen geilen Cartoon? Ja, hätten sie mal besser keinen Cartoon geguckt und aufgepasst. Super Kev! Wo ist der Tresor? Hier, oder? Oh, mach mal. Ich mach mal den Tresor. Oh, da hinten ist noch einer. Kommt einer. Gar nicht. Doch, doch. Auf dem Radar hab ich's gesehen. Da drin ist er. Oh, das war ein Doktor. Der war gar nicht böse. Ich bin aber getötet jetzt. Oh. Aber wir müssen holen, was der hat. Der hat den Schlafzimmer versteckt und ich hab den für dich getötet. Hey, wieso hast du den Laptop? Der war einfach unbewaffnet. Billig, da sieht er schwarz. Hey, wieso hast du die Sachen, wenn ich das aufgemacht habe? Ja, was für Sachen? Ich hab den Tresor aufgemacht und du bist jetzt der die Sachen hat anscheinend. Ich hab gar nichts. Na, dann hab ich die Sachen doch. Hey! Wow, die verfolgen uns im Monster Truck. Was? Wo ist der Monster Truck? Ich fahre mit deinem Wagen jetzt, ne? Du fährst mit meinem. Warte, was soll ich sagen? Wo soll ich überhaupt hin? Du sollst einen nach Hause, zur Basis sollst du den Laptop bringen. Sind wir zur Basis? Ich sehe noch nichts. Der gelbe Punkt. Ich sehe keinen gelben Punkt. Also ich sehe einen gelben Punkt. Das ist die Basis, wo ist der Bunker. Okay, das heißt, wir müssen zum Bunker, alles klar. Dann flieg du da schnell hin, du bist schneller als ich da. Guck, ja, aber wir müssen, ich muss dich beschützen. Hä, wieso? Aber ich sehe gar nicht, wohin. Weil ich du die Tasche hast. Steht, schüttel die Cops ab. Ah, okay. Ja, mir ist egal mit dem Kopf. Wenn wir schnell machen, können wir sogar das zweite hinterher schieben. Oh, zweimal in einer, das wäre nice. Das wäre ziemlich nice. Ich glaube, dein Wagen macht es. Oh, Scheiße. Selbstmord. Oh, oh. Schnell wieder rauf. Ich glaube, dein Wagen macht es nicht mehr lang, Felix. Ja, das wäre nicht gut. Ich habe keine Reifen mehr. Bist du über mir? Wer ist über mir? Ich versuche die Oppressor, die liegt da vorne. Ich steig wieder auf. Aus dem Weg. Schüttel die Kopf ab. Du bist doch über mir. Nee, nein, die Oppressor ist kaputt. Ihr habt deinen Oppressor, glaube ich, kaputt gemacht. Kann das Felix sein? Entschuldigung, tut mir leid. Soll ich dein Auto auch kaputt machen? Nein, bitte nicht. Ich mag das Auto nämlich sehr gerne. Ich würde es sehr gerne behalten, dementsprechend. Und jetzt ist hier kein Alter, gutes Auto, was so nehmen kann. So schnell. Dein Auto ist wirklich schön. Also das gefällt mir, das ist fein. Ja, sehr schön. Der Bester. LOL, was ist das denn? Was ist los, Kev? Please, Freunde, habt ihr das gesehen? Ist gestorben? Nichts. Ich glaube, die Server laggen immer noch, weil gerade eben war die Straße komplett leer.
Von einer Sekunde auf die andere waren zwei Monster Trucks in mir drinnen. Oh, gut. Das war irgendwie... Oh, das ist ein fliegendes Auto unterwegs, Leute. Eieiei, oh, ja, ja, was hier alles mittlerweile los ist auf dem GTA-Online-Server. Oh. Krass. Wupp, und rauf auf die Autobahn. So, da vorne so, sind jetzt Vollgas. Ich kann mir kein eigenes Auto bestellen, weil du fährst ja mit meinem. Wenn ich eins bestelle, dann bist du am Arsch. Dann bin ich am Arsch, das mag ich nicht. Aber hier vorne ist gerade ein Porsche hingekommen, dementsprechend klauen wir uns den gerade einfach mal. Und dann, nein, den möchte ich haben. Och nein. Nein, den möchte ich haben. Also irgendwie ist es schwieriger, die Cops abzuschütteln, als ich dachte. Du musst halt fernab von der Straße, ja. Auf der Straße. Oh, diese Stunts, Alter. Dein Auto ist ein richtiges Stunt-Auto. Klar, Mann. Dafür habe ich das gebaut. Und hier ein Heli verfolgt mich. Darum kümmere ich mich. Hast du alles die abgeschüttelt, Polizei Kev? Wurde abgeschüttelt und ich fliege jetzt unter dem Polizeihelikopter durch. Na gut. Ja, ihr könnt mir nichts, ihr dreckigen Bullen, ne? So, dann fliegen wir auch mal gerade hier runter, zurück zum Bunker und dann geht's direkt in die zweite Mission rein. Rob hat's bei mir aufgehangen. Nein. Bei mir steht nur Ausrüstmission abgeschlossen, Laptop abgeliefert und Blackscreen. Oh, warte, es lädt. Ja, doch, es lädt, es dauert immer nur. Und zack. Ah ja, das war die perfekte Landung, Leute. Ich gehe sogar noch hier mit dem falschen Rucksack. Geht es hinein, unten runter in den Bunker? Ich hoffe, das ist ja... Der ist anders aufgegangen als letztes Mal, ehrlich gesagt. Nein, ich bin im falschen Bunker. Kev, wo kam aus diesem anderen Bunker wieder raus? Du bist mein... Ach so, gegen die große Tür laufen. Ich starte die nächste Mission. Ah, ja, jetzt. So, das hier haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, machen wir das hier direkt hinterher. Wir müssen einen Waffenhändler finden. Hey, ich war noch gar nicht... Dann hätte ich das Flugzeug behalten können und nicht abholen können. Aber du bist ja standard teleportiert dahin. Nee, ich wurde nicht teleportiert. Glaube ich, oder was passiert? Nee, ich bin einfach nur so einfach angefangen. Ach so. Guten Tag, wunderbar, da ist auch der Kev am Start. Danke für die Abholung, Kamerad. Dankeschön. So, dann steigen wir ein in das gute Gefährt. Lol. So. Und direkt rückwärts. Los geht's, Leute. Aha, in the city. Ich habe mal Musik am Mann. Oh ja, man kann Musik am Mann. Alles klar. Wir sehen uns gleich in der Stadt wieder. Schwer zu sagen. Alter, der raucht jetzt. Scheiße. Und da sind wir am Start. Der Felix ist gecrashed. Hey, ich bin nicht gecrashed. Das war nur ein kleiner Touchdown. Ich habe kurz ein bisschen Gras eingesammelt. Wir sind sowas von tot. Wir werden das Ziel nicht erreichen. Nein. Kev, du hast nur aufgepasst. Ne? Du hast die Mission gestartet, während ich noch im Flugzeug war. Wir sollen noch irgendeinen Typen anschauen. Die Hä, was ist das? Server sind sowas von im Arsch. Was denn? Glaub mir, du warst bei mir, du bist in ein Haus gecrashed. Nein, bin ich nicht. Auf einmal bin ich teleportiert worden. Ich hab's in der Aufnahme, ohne Witz. Und alles wird neu gerendert, du bist wieder in der Luft. Und ja, du hast mir jetzt eine SMS geschickt. What the fuck? Die SMS sehe ich auch. Den Typen müssen wir auf jeden Fall... Wieso? Ja. Muss immer ein Schwarzer sein. Mit schwarzen Haaren auch, ne? Schau ein bisschen ernst rein. Ja, also bisschen große Augen, würde ich sagen. Ach, der ist direkt vor... Nein, ich bin es nicht! Ich bin es nicht, Leute! Ich bin es nicht! Der ist das, Leute, ja? Den müssen wir, ne? Ja, ich meine, Kamera ist direkt davor. Nicht den Totenkopf! Nicht ich, der ist nur Totenkopf, weil er einen scheiß Geisteszustand hat. Zum gelben Punkt. Ja, ich flieg zum gelben Punkt. Nee, ich meine Kamera. Die Leute das Kopfgeld abgreifen. Meine Facecam ist direkt vor dem Andrang hier. Das sieht so aus, als ob ich das jetzt wäre, aber das stimmt nicht, Leute, ja? Das stimmt nicht. Wir müssen den Typen, den ich gerade gezeigt habe. Muss das sein? Ja, genau, Kev, sehr gut. Kev ist gestorben. Gott, damit. Ich wollte nicht mehr rechtzeitig gezündet. Meine Fresse, einfach aussteigen. Ich bin doch hier unten direkt. Warte, bis das Ziel geht. Okay. Wo ist er denn? Dann ganz unauffällig. Nee, Kev, wir müssen ganz unauffällig den Folgen wahrscheinlich. Ja, ich gehe spazieren. Der ist hier auf der Party. Jennifer und Robert. Nee, geh nicht auf die Party, Kev. Hey, wie geht's euch? Der ist auf derselben Party. Leute, ihr seid die Beste. Möchte jemand eine Fluppe von euch haben? Hier, ich brauche eine mit meinen neuen Freunden. Naja, och, Jakob, das war ja ein Witz, Mensch. Hä, wie? Hey, back off, don't let him see you. Bam! Ich hab schon. Alter, der ist ja in... Der müssen wir sicher gehen, dass er wirklich tot ist. Nein, es darf niemand sehen.
In 4 Sekunden kommt globales Signal. Wir müssen sofort abhauen. Ich bin auf dem Weg. Keiner sieht uns. Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin weg. Nein! Oh Gott! Oh Gott, ich bin fast down. Oh Gott. Komm mit, Kev. Komm mit, Kev. Komm, Kev. Ich kümmere mich. Steig ein! Ich will rein. Kann ich mit dem Wir haben eigentlich schon. Weiß aber mit jeder Waffe, aber eigentlich müssen wir schon schießen können. Ich habe eine Gefechts MG Mark II. Hörst du die Schüsse? Ja. Das hört sich stark an, auf jeden Fall, Kev. Ich glaube, damit kannst du ordentlich was machen. Na, sehr gut, aber jetzt haben wir hier... Rein, da ist der Pilot Felix am Stissel. Na, klaro. Da wurden die super duper easy. Das Ding ist, wir werden jetzt schon auf der Map angezeigt. Und das heißt, Kev, wie viele Spieler sind hier gerade in der Lobby? Müssen wir mal schauen. Ach so, deswegen der Heli ist im Arsch. Ja, genau, wir holen uns jetzt einen Flieger. Sicher, dass ein Flieger schneller ist? Jappi, selbstverständlich. Leute, wir haben vollen Server. Die Leute wollen unseren Arsch. Auf jeden Fall der. Warte, der Typ da vorne mit dem Totenkopfsignal. Der ist gerade in den Heli gestiegen. Der holt uns auf jeden Fall. Lass hier kurz abwarten mit Raketen. Oh, Scheiße, hier sind 3-4 Leute. Oh, ja, die wollen uns holen. Sehen, die rasten aus. Schnell, wir müssen uns irgendwas holen. Es spawnt nichts. Doch, da ist was gespawnt. Der ist super. Titan niemals. Doch, der ist super. Der hält viel aus. Der hält einen Schuss aus. Der hält viel aus. Rein. Nur ein Schuss aus, Felix. Ist das die richtige Wahl? Du fliegst. Ich kann das nicht. Viel Glück. Hey, nicht schlagen. So, wir nehmen mal diesen kleinen Weg hier als Startbahn, Leute. 3, 2, 1 und... Das wird knapp. Easy peasy, Alter. Der Flohvogel ist in der Luft. Alter, das ist eine nice Location, aber direkt eine Einflugschneise. Da muss bestimmt richtig viel Spaß machen, hier immer zu feiern, ne? Natürlich, mal mit dem Flugzeug so drüber. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Und raus! Ha? Was rausgucken? Was ist das? Ich bin rausgeflogen! Wieso das? Was machst du, Kev? Nimm einen Oppressor, ich bin schneller! Okay, nimm dir den Oppressor und dann schütz mich, ja? Falls irgendwas kommt. Ich schütze dich, das ist es. Ich habe jetzt nämlich richtig Angst, dass irgendwas passiert. Ja, ich fliege schön weit außerhalb, okay? Wir nehmen den ganz Außenweg. Oh Gott, Kev, da vorne ist ein anderer Cargo-Bob gestartet. Wo? Auf der Militärbasis ist ein Cargo-Bob gestartet, der ist jetzt hinter mir. Okay, ach, du bist auf der Militärbasis? Ja, dran vorbeigeflogen. Ein Cargo-Bob ist gestartet. Nee, ich meine ein anderes Riesenflugzeug. So wie ich. Aber. Nicht Cargo-Bob. Also, ja, ist ja auch Cargo-Bob, ja, ist richtig. Okay. Das Cargo-Bob sind die Helis. Ach so, ja, stimmt. Das ist. Cargo-Plane halt, meine ich, ne? Nee, Cargo-Plane sind größer. Das sind diese ganz großen, wo du hinten rausgesprungen bist mit dem Motorrad. Ich sehe ihn leider nicht. Ja, solange er nur irgendwo hinter mir ist, glaubt, der ist woanders hingeflogen. Weil wir fliegen jetzt mal steil nach oben und jetzt steigen wir hier raus. Sehr gut. Jawohl. Steigen Sie aus. Und dann haben wir 2 Missionen in einer Folge, Freunde. Alter, wir sind Profis, ging super schnell vor allem, ne? Ey, vor allem, das ist schon richtig ein eingespieltes Team hier. Klar, und ja, normal. Ja, richtig genial ist das hier, Freunde. Wie findet ihr die Konstellation? Geil? Oder mega geil. Und wir haben jetzt auf jeden Fall schon den Aktenkoffer hergebracht. Was haben wir davor geklaut? Haben wir einen Laptop vorher geklaut? Laptop, also wirklich Aktenkoffer, zwei essentielle Daten, Sachen, ja. Daten, wichtige Daten, damit wir am Ende halt mit der ganzen Ausrüstung, mit dem Raketenwerfer, den wir holen und so weiter und so fort, ballistisches Trägersystem, ja. Dann werden wir nämlich hier die Weltherrschaft zurückerobern von diesen beiden komischen Computern, die mal Scheiße erzählen, Leute. Das war's auf jeden Fall. Für die heutige Folge von GTA Online, von den Doomsday Heist Mission. Wir gehen mit großen Schritten auf jeden Fall hier auf das große Finale entgegen, ja? Was ist los, Kev? Tötet ihn! Ich bin aber nur schwarz hier, hier ist nix. Oh, ich seh gar nichts. Deswegen sag ich tschüss, Leute. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Zur nächsten Folge hier von GTA Online. Macht's gut und ciao bei Kev vorbei. Ciao.